Und ein herzliches Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Twilight Princess. Beim letzten Mal haben wir den Hylia-See befreit. Ich muss mal gerade schauen, dass ich hier ein bisschen Lärm veranstalte. So, ich glaube, jetzt hört man mich auch vernünftig. So, unser Ziel, ne, unser Place to be ist gerade da unten, aber da kommen wir so natürlich nicht hin. Ne? Und da wir jetzt wieder menschliche Gestalt haben und hier soweit wieder alles im Lot ist, machen wir jetzt erstmal ein Spielchen und dann gehen wir nach Hyrule-Stadt, um natürlich mit Ilia zu sprechen. Und war das hier schon? Ja, Tatsache. Und Prinz Rales zu retten. Bei dem geht es jetzt natürlich nicht ganz so gut, ne? Also der ist ein bisschen stark geschwächt. Ne, den Scheiß machen wir alleine. So. Ich bin der Mitglied des Stammes der Zoras. Unser Volk kümmert sich um den Hylia-See. Die anderen Zoras halten am Grund des Sees Wache. Ah ja. So, aber ich möchte erstmal mit dem Kameraden hier sprechen. Hallo. Was? Die Zoras leben also noch? Ich hab schon gedacht, die wären mit dem See zusammen ausgetrocknet. Ey, hast du eigentlich schon gehört, dass es am Grund dieses Sees einen Schrein gibt? Die machen einen Wind darum. Ich weiß echt nicht, was die da treiben. Würd's aber gern wissen. Wie kann man einen Schrein auch nur so tief unter Wasser bauen? Kein normaler Mensch kann so tief tauchen. Sag mal, kommst du etwa als Kunde? Hehe, er hätte keinen besseren Zeitpunkt wählen können. Hättest du es nicht besser abpassen können? Mit meiner neuesten Attraktion wirst du dich fühlen, als würdest du wie ein Vogel fliegen. Heute gibt es einen ganz besonderen Service. Fast ohne Wartezeit und du kannst ihn für nur 10 Rubine ausprobieren. Na, willst du einen Flugwagen? Ja. Also gut, dann hier entlang. Da rein, in dieses verrostete alte Ding. Da soll ich rein? Ja, okay. Und diese Mucke, ey. So. Und nun? So, technisch gesehen hätten wir eigentlich total gegen die Mauer klatschen müssen, aber wir wollen mal nicht so sein. So. Jetzt fällt es mir wieder ein. Die Zora-Königin hat dich doch um etwas gebeten, oder? Du weißt schon, du solltest auch den Prinzen finden, der auf dem Weg nach Schloss Hyrule verloren gegangen ist. Und sie hat doch gesagt, wenn du ihm helfen würdest, verleiht sie dir irgendeine Fähigkeit. Der letzte Schattenkristall ist auf dem Grund des Hylia-Sees und diese Fähigkeit könnte dir vielleicht nützlich sein, oder? Ja, ich möchte aber erstmal ein Spiel zocken. Na, ey. Ich will keine Leitern benutzen, es ist so rückständig. So. Hallo, hereinspaziert. Willkommen in Dumnus Hühnerflugstation. Bist du bereit für einen irren Flug mit verrückten Hühnern? Voller Abenteuer und Boni? Es gibt nichts Besseres. Na, wie wär's, mein großer Freund? Also dann, einmal zur Schatzinsel kostet dich 20 Rubine, aber wie wär's? Ja, von mir aus. Vielen, vielen Dank. Also, schnapp dir das Huhn, das dir am besten gefällt und fliege zur Schatzinsel. Ich möchte mal gerade mal gucken. Schatzinsel war? Bäh. Da unten. Okay. Ich nehme mal das, was anders ist als die anderen. Hey! So, gucken wir mal. Ob das auch nur ansatzweise funktioniert. Hopp. Oh Gott. Da müssen wir noch eine Kurve einlegen. Moment, halt, gleich. Jetzt schnell drehen, 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 drehen. Ah, Mist. Ah, das haben wir leider
und ein bisschen verkackt. Mist. Ah, was haben wir hier? Hey, 10 Rubine. Das ist ja, wow. Wahnsinn. Gut, dann machen wir das nochmal. Ich will unbedingt da oben, ich glaube ganz oben sind 100 Rubine drin und in einem da drunter ist das Herzteil. Das hätte ich sehr gerne. Ja, ich will. Ja, gelacht. So, danke. Bin oben. So, dann müssen wir mal vernünftig die Kurve fliegen. So, hier. Immer diesmal so eins. Okay. Mann! Ach, Kacke. Hey, Stempelhuhn! Ha! Früher waren hier 50 Rubine drin. Dann nehmen wir uns die auch noch. Zwacken! Sehr schön. So. Das machen wir heute noch. Ich will das Herzteil haben. Da rein. So, überspringen wir das wieder. Auch wenn der Song echt schmissig ist, aber mein Fall ist es dann doch auf Dauer nicht. Ja, hier, komm, so. Los. Ja, komm. Verzocken wir heute erstmal alles, was wir in den letzten Parts eingesammelt haben. So, nehmen wir mal das hier. Und ab dafür. Aber gerade so mit den Zehenspitzen noch den Rubin gekriegt. Ich muss aber sagen, ich habe bei sowas immer ein sehr schlechtes Timing. Halt! Halt doch an! Du Huhn! Mann, ey! Oh, ich krieg's kotzen, das gibt's doch nicht! Oh. Ey, ist doch heiß. Ah, aua. Kriegen wir alles zurück. Ja, 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 komm, das muss ich mir nicht nochmal geben. Hühnerflug, Wahnsinn hier. Schiebung. Der Typ ist auch so komisch, ey. So, ey. Huhn. 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 So. Straight zum Rubin. Wow. Ich wundere mich, ich mache hier so einen Krach, meine Rollläden klappern. So. So, 100 Rubine. Schon mal sehr gut. Jetzt muss ich nur noch gucken, dass ich hier
Mann, ich will nicht mehr. Dann wird der Part heute halt etwas länger. Man kennt das ja. Wenn ich verkacke, ziehe ich die Folge in die Länge. Blöder Watzke. Ja. Geld gleich ein Stück. So. Das muss jetzt funktionieren. Jetzt müssen wir wenigstens, können wir die untere Plattform anpeilen. Das ist ja schon mal, das macht die Sache ein bisschen einfacher. Warum sind eigentlich 100 Rubine mehr wert als ein Herzteil? Ich kann mir ja für 100 Rubine auch kein Herzteil kaufen. Sonst hätte ich jetzt schon 3. So, hier, komm. Huhn! Ah, klar, ich bin raus. So. Dann müssen wir irgendwann nochmal hier hin. Weil da noch so ein lustiger Geist ist, deren Funktion wir später verstehen. Da oben müssen wir auch noch hin. Komm. Ich bin ganz ruhig. Ich bin die Ruhe selbst. Das ist so eine Scheiße. Mann. Ja. Halt den Ball flach. Aber ich war eben schon so weit, dass ich dachte, also als ich den Schatten gesehen habe, ah, drückst du jetzt, drückst du nicht. Ja, ich habe eine Sekunde zu spät gedrückt und dann war das auch schon verloren. Dann müssen wir uns gleich nochmal hochschießen lassen. Ich weiß nicht, wie viele Stempel gibt es hier eigentlich? Wir haben jetzt schon wieder einen Hühnerstempel gefunden. Geh mal weg. So. Halt. So, jetzt aber hier ab. Das Huhn wirkt ein bisschen panisch. So. Himmel, Herrgott, nur eins. So, jetzt klar, noch einmal hochschießen lassen und dann... Dann hat sich das. Ich kann jetzt, glaube ich, auch ganz umständlich nach oben laufen, aber es ist so wesentlich einfacher. So. Es ist bescheuert. So, wir wollen jetzt nach unten und dann raus, ne? Aua. Na komm. So. Raus hier. Jetzt könnten wir noch Epona rufen, aber gucken wir mal. Dumm. Direkt mal ein Schwert ziehen, man weiß ja nie, was einen hier erwartet. Da sind so ein paar Kollegen. Na. Ach, dann halt nicht. So. Hätte ich mir mal doch Epona mitgenommen. Na, soweit ist es ja nicht. Dann können wir uns da noch die okkulte Kunst holen. Die ist, glaube ich, gar nicht mal so unpraktisch. Was war das denn nochmal? Da muss ich gerade mal überlegen. Erstmal mache ich das Ding hier frei. Reicht das?
natürlich nicht. So, das muss aber reichen. Hey, ein bisschen Geld. So, an sich sieht das jetzt auch sehr unspannend aus. Später mit dem richtigen Equipment kann man hier aber, glaube ich, auch noch ein Herzteil bekommen. Oder mittlerweile vielleicht irgendwas anderes. Ich weiß ja nicht, vielleicht haben sie die ja mitunter so ein bisschen anders verteilt. Mag ich gar nicht so genau sagen. Das dauert mir jetzt aber zu lange. Dann gehen wir ein andermal lang, wenn wir da eh noch nichts holen können. Und gehen erstmal hier. Ja, hätte ich mal doch Epona mitgenommen. Ach, bin so blöd. Na komm. Junger Mann. So. Na, manchmal fällt da Geld runter, aber diesmal offenbar nicht. Was willst du eigentlich? Swing, ja. So, hast du ja, wie ich auch gesagt, mit dem Schwert in der Hand und nicht mit dem Schwert auf dem Rücken, ne? So, also schön. Schwert ziehen, hallo. Ja, komm mal ran. So, letztes Mal haben wir die Schildattacke gelernt und heute ist es entweder der Helmspalter. Was gab's denn da noch? Gab's so viele. So treffen wir uns wieder. Dank deiner Anstrengung ist etwas Leben nach Hyrule zurückgekehrt. Aber noch ist es zu früh, um auszuruhen. Bist du bereit, eine weitere okkulte Kunst zu erlernen und dich für die künftigen Kämpfe gegen noch stärkere Gegner zu wappnen? Ja, sicher. Also gut. Aber zuvor zeige mir, ob du die Schildattacke beherrscht, die ich das letzte Mal gelehrt habe. Greif mich an. Sehr gut, du hast dir meine okkulte Kunst tatsächlich zu eigen gemacht. Also dann, die dritte okkulte Kunst. Der Rundumhieb. Ah, ja, der war super. Bei Gegnern, die nicht nur ein Schild, sondern eine Ganzkörperrüstung tragen, kannst du mit der Schildattacke nichts ausrichten. Häufig schützen solche Gegner jedoch nur ihre Vorderseite und nicht ihren Hintern. Visiere sie mit ZL an und bla bla. Oh. Das nennt man Rundumhieb. Versuche nun einen solchen Hieb an mir auszuführen. Schwing! Achso. Ups. Ja, ich hab's gleich. Hm. Deine Körperbeherrschung ist gut. Aber nicht immer in den richtigen Zeitpunkt im Sprung den Hieb auszuführen. Damit hast du die dritte okkulte Kunst, den Rundumhieb, erlernt. Swing! Jo, sehr schön. Noch vier. Helmspalter. Blank ziehen. Ich glaube, die Supersprungattacke. Ich glaube, noch eine große Wirbelattacke. Ich weiß es gerade nicht genau. Hey, es ist morgen. Risha, wo bist du? Oh Gott. Hallo Risha, ich hab Post für dich. Ich hab jetzt zwei Briefe für dich. Also das wär's und ab die Post, ja. Ja, sehr spannend. So, was haben wir denn noch Schönes? Erstmal die Post durchgehen heute Morgen. Lieber Freund, das hatten wir, enthält etwas Feines. Geöffnet. Aha. Eine neue Bombe erblickt das Licht der Welt. Eine fantastische Erfindung, die auch unter Wasser verwendet werden kann. Sie kann ab sofort in meinem Laden. Ja. Geöffnet. Die Touristeninformation ran informiert. Genießt die Freizeit. Ja, China und Sina mit. China sagen. China sagt. Ah, ja. Okay.
Also die Attraktionen wie das Angeln und die Kanufahrt und auch dieser komische Tobi und sein Dumnus, die Dumnus, haben wieder geöffnet, da der See wieder mit Wasser gefüllt ist. Das ist wunderschön. Was ist das hell? Vielleicht eine kleine Spende für den Frieden. Da kann man, glaube ich, auch ein Herzteil bekommen, ne? Möge der Engel der Liebe deine Wege leiten, bitte. Ja. Aber wie viel musste man nochmal spenden? Ich hau erstmal raus. Oh. Wir haben es ja, ne? So. Wir hatten es ja. Dachte ich. Geht mal ein bisschen mal da aus. Und in diesem Let's Play möchte ich natürlich auch versuchen, etwas Bestimmtes zu bekommen, was ich euch jetzt eigentlich gerne zeigen würde, aber dafür müssen wir uns die Schuhe putzen lassen und das kostet 10 Rubine und die haben wir jetzt nicht mehr. Doof gelaufen. Ich bitte um Entschuldigung, du kommst außerhalb der Öffnungszeit. Bitte komm doch später wieder. Oh, es ist zu früh am Morgen. Okay, hier kann man nicht rein. Ah, okay, dann gehen wir erstmal... Da kommt man erst, ist das. Dann gehen wir erstmal zu Thelma und dem Prinzen, Jungen. Und natürlich auch Ilia, die dort... Was? Schön. Voll vergessen, dass es sowas gibt. Soll ich jetzt sagen? Wollte was sagen. Ja, Ilia, die auch da rumhockt. Hey. Achso, der ist der Alte. Ey, das ist doch ein Zora. Mit dem kenne ich mich nicht aus. Hä? Was bist du denn für einer? Ach, lass mich in Ruhe. Scheiß Doktor. Herr Doktor, ohne Ihre Hilfe wird dieses Kind... Ilia? Was zum... Ein Arzt für Menschen kann uns wahrscheinlich nicht mehr helfen. Aber ich habe gehört, in Eldin gibt es ein Dorf namens Kakariko. Der Priester dort kann auch Zoras und sogar Goron heilen. Wirklich? Wenn wir den Jungen also in dieses Dorf bringen, dann... Aber der Weg dorthin ist sehr gefährlich. Wir können nicht zulassen, dass hübsche Mädchen sich in solche Gefahr begeben. Und deshalb werden wir euch begleiten. Ja, auf jeden Fall, ja, sehr geil, ja. Wunderbar. Der Weg nach Kakariko führt über 2 Ebenen voller Monster. Aber wenn die Soldaten Hyrule uns begleiten, kann uns gar nichts passieren. Warten auf mich. Ja, Feiglinge, lasst euch nie wieder hier sehen. Hallo. Nanu? Da ist ja noch ein junger Kämpfer übrig. Junger Kämpfer? Ja, ich. Ich glaube, er will uns begleiten. Los, mach alles schnell bereit. Wir haben uns doch noch nicht mal also vorgestellt. Also normalerweise fängt man so beim Namen an und dann arbeitet man sich weiter nach vorne, bis man... Du bist wohl ein Freund von diesem Mädchen. Ja, im Moment kann sie sich nicht einmal mehr an ihren Namen erinnern. Das arme Ding. Dabei ist sie so ein tapferes Mädchen. Als dieser Zora auf der Straße lag, hat sie alles auf sich genommen, um ihn zu retten, ohne auf die Gefahr zu achten. Sie hat mehr Mumm als alle Soldaten von Hyrule.
Hilf ihr. Miau. So, und jetzt? Ach, nö. Oh nein, ey, nicht der Kollege. Nein, oh nee, bitte. Oh bitte, nee, oh bitte, nee, oh bitte, nee. Es heißt, die Brücke im Westen ist unpassierbar. Wir müssen also die östliche Brücke überqueren. Ich hab... Nee, hab ich ja nicht. Klicke. Hm, den Dicken kenne ich. Du weißt, was das bedeutet? Ich hoffe, du wirst mit ihm fertig. Dumm, dumm, dumm. Aha, da einmal rum und dann da lang und dann hier und dann... Wow. Dead Animation. Danke. Darf ich erfahren, wie ihr heißt? Ja, Rijo. Rijo? Edler Rijo, ich bin euch zu Dank verpflichtet. Oh, erinnere dich doch an mich. Hey Kleine, bedanken kannst du dich, wenn wir sicher in Kakariko angekommen sind. Du hast schöne Augen. Die Augen eines stolzen Tieres. Der Blick von Link ist nicht wahr. Wenn du uns sicher nach Kakariko bringst, werde ich mich erkenntlich zeigen. Oh, ey, ist auch schon gut, ich gehe ja schon. Er freut sich auch noch. Super. Was machen wir denn jetzt noch? Ich weiß nicht. Nee, komm, dann machen wir im nächsten Part. Jetzt nicht mehr. Ich bedanke mich immer fürs Zu... Ach komm, wir machen das jetzt noch. Scheiße, ey. So schlimm kann das ja nicht werden. Ich weiß nur, dass ich bei dem Dicken öfter mal verkackt habe. Nicht bei dem Dicken, auf dem Feld habe ich sehr oft. So. Ich meine, man konnte da irgendwie mit Bomben fallen, aber wie sieht der denn diesmal aus? Hat er die? Er hat die. Du bist eine Sau, weißt du das? Ja, ist mir egal. Also los, jetzt bist du an der Reihe. Enttäusch mich nicht. Nein, mach schon. So. Ich würde die gerne... Ich glaube, ich musste erstmal die Schilde ein paar Mal treffen, bevor die dann... Ach so, ja. Gülle, Gülle, oh, fuck. Jo. Du hältst den Torschlüssel mit. Er öffnet das Tor auf dem Weg nach Kakariko. Ja, ist ja toll. Das war gar nicht schlecht. Mach weiter so. Ach, jetzt kam mir der richtig lustige Teil. Ach man. So, warte mal, jetzt muss ich einmal ausrüsten. Das. Nee, die Bomben brauche ich nicht. Okay. Machen wir das noch. Warte mal, halblang da oben. Ah ja. Ah, ich komme ja schon. Oh Gott. Ja, ich bin. Ja. So, aufmachen hier.
Und ab dafür. Ich erinnere mich, dass das ziemlich kacke war. Boah, seh nix. Ja, und deswegen sind die mal abgedreht. Das ist... Was denn? Es ist schwierig, die Viecher vom Bomben abzuhalten, wenn man gleichzeitig angerammt wird. Das will ich ja nur mal so anmerken. So. So, hier nach rechts. Ne, das passt. Ne, jetzt. Sehr gut. Ah. Ey, komm ich hin. Ach. Schweinerei. Ey, jetzt komm ich mit diesem blöden Schwanger Scheiße, ey. So, das passt jetzt, ne? Sehr schön. So, ich laufe jetzt mal hinterher. So weit ist es ja nicht mehr. Mein Gott. Ich denke, das Schlimmste hat er überstanden. Mit ein wenig Ruhe wird er sich rasch erholen. Übrigens, wer ist eigentlich die Mutter von dem Jungen? Im Fieber hat er ständig nach ihr gerufen. Ich denke, er macht sich Sorgen um sie. Armer kleiner Zora-Junge. Ich bleibe bei ihm und sage euch, wenn es ihm besser geht. Eine sehr gute Idee. Danke, Colin. Ja, und dann, Grenze und... Ja. Aha. Ja, wow. Weißt du, ich mache mir auch Sorgen um Ilja. Der Blick von ihm, ey. Quatsch mich bitte nicht voll. Vielleicht ist sie ja... Es wird nicht leicht sein, ihre verlorene Erinnerung zurückzubringen. Aber mach dir keine Sorgen. Es wird sicher eine Weile dauern, aber wenn ihr die nötige Zeit gegeben wird... wenn wir ihr die nötige Zeit geben, wird ihr bestimmt alles wieder einfallen. Bleib einfach bis dahin in diesem Dorf. Gib uns eine Gelegenheit, uns für deine Hilfe zu revanchieren. Ach ja. Gut, dass es hier noch Hoffnung gibt. Es war ein weiter Weg hierher, aber es hat sich gelohnt. Ja.
Willst du nicht deine Fähigkeiten in den Dienst Hyrule stellen? Ich kenne Leute, die dem Reich helfen wollen. Gerade jetzt, da die Situation so hoffnungslos ist. Ich gehöre übrigens auch zu diesen Leuten. Nenn mich einfach Thelma. Ich frage mich, ob ich noch ein wenig hier bleiben soll. Ich mache mir schließlich auch Gedanken wegen Ilya. Außerdem hatte ich mal was mit dem und der kann mich nicht mehr so. Du komm unbedingt bei Gelegenheit in meinem Laden vorbei, ja? Er dient meinen Freunden als Unterschlupf und von dort führt ein Geheimgang bis zum Schloss. Besuch uns dort jederzeit, wenn du Hilfe brauchst. Ich werde auf dich warten. Ich werde wahnsinnig. Wait. Nee. So, jetzt ist aber Cut. Ich bedanke mich immer fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Part. Tschüss.